Gut, genau dahin will ich. Jeppa, halt, halt, halt. Moment. Da. Nein, da. So, ganz genau. Geh zur Markierung und erlebe die Geschichte selbst. Das wird lustig. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Absolut. Wie ein Flitzebogen. What? Am allerersten Tag am College. Nicht noch Kugelfutter aus dir! Ist doch jetzt nicht dein Ernst! Sorry, besser kann ich Roger nicht. Da hat so viel aber Spaß. Super Geschichten. Sieht, als wäre diese Waldschauernummer irgendwie Therapie. Halt. Ja, so nicht. Oi. Oh, was für eine Welt! Was für eine Welt! Ein harter Kampf, aber er wurde schwächer. Dann, als ich gerade dachte, ich könnte gewinnen, tauchte Rogers böserer Zwillingsbruder auf. Nee, ne. Roger hatte wirklich ein Glück. Ich war erschöpft. Er war großartig. Aber es kam immer noch der Fall aus. Zwei Vultures? Okay, dann also schräg. Wie fühlt es sich an, als Metapher für Jugendlichen überall war? Vulture Nummer 2! Metapher Vulture Nummer 1! Ich demonstriere nur so gerne, wie wichtig es ist. Ich sei dir ja, sicher! Bruder! Nein! Das war mein metaphorischer Bruder! Jetzt bin ich metaphorisch! Und ich bin metaphorisch super! Ja, so metaphorisch schön auf die Fresse hauen. Ich war MJ und Harry. Sie feierten mich an. Sie glaubten an mich. Und ich dann auch. Aha, so läuft das also. Ein Kampf für Forscher. Thematisch strukturiert. Aha. Wom. Ich komme wieder, Spider-Man. Ja, gut. Ich komme wieder. Wow. Seitdem weiß ich, dass ich immer ein Junge aus Queens sein werde. Diese Kraft aber mit mir nehmen kann. Nach Manhattan, an die Westküste, wenn nötig sogar bis zum Karrier. Ja? Schon schräg, dass ich das einem Opa im Vogelkostüm verdanke. Ich sollte ihm mal einen Dankesbrief schreiben. Wie auch immer. Gut gemacht, Miles. Holographisches Spinnentraining offiziell beendet. Das? Yeah! Fantastisches Training! Echt sauberes Kampfdesign, Pete. Gut gemacht. Wow, Peters erster Schurke. Ja, und wir haben irgendwas mit 2020. Gucken wir mal rein. Anzüge geschaltet. Ist das der? Jo. Wow. Wow. Der sieht ja hammermäßig aus. Na geil. Alter, ich finde den fett. Also so richtig fett. Verstehst du, was ich meine? Aber sowas von. Ja. Wow. Okay. Yeah. Ey, die Maske gefällt mir. Ja, ich mag sowas. So geile Klamotten und stylisches mag ich sehr. Ja, nur ich, ne, hier, na, gut. Aber auch die Turnschuhe sehen geil aus. Ja, gut, die Handschuhe, gut zum Kampf, aber ansonsten, ja, sieht geil aus. Yep. Na gut, Freunde, ihr wisst Bescheid und ja, halt. Hey, Spider-Man, ich dachte, und du kannst gerne Nein sagen. Nein. Es wäre toll, dich in meiner Show zu haben. Ich hab's nicht so mit Publicity. Geheime Identität und so, verstehst du? Klar, total, kein Druck. Ich glaube, die Leute würden gern mehr über den Neuen erfahren, weißt du?
Ich wüsste gar nicht, was ich da sagen soll. Ich gebe halt einfach mein Bestes. Ja, das macht wahrscheinlich jeder. Aber bei dir zählen Kugeln ausweichen und Hochhäuser hochlaufen dazu. Vielleicht in den Ferien, wenn ich mehr Zeit habe? Ich meine, wenn ich Urlaub habe bei meiner Arbeit. Ja, jedenfalls, wenn ich in einen Podcast gehe, dann in deinen. Das ist das beste Kompliment der Woche. Vielleicht sogar meines Lebens. Okay, dann sag einfach Bescheid, wenn deine Sommerpause anfängt. Bye! Alter, das wäre jetzt geil gewesen, direkt da rein. Aber, yippie-a-yo! Genki, ich bin im Roxxon-Labor in Chinatown. Kommst du in deren System rein? Na! Da unten. Bin da. Und ich bin im Netzwerk. Ich sehe, was du siehst und alle Kabel im Labor. Nett. Legen wir diesen Ort lahm. Was haben wir denn hier? Gleich nochmal. Nuform ist ungefährlich. Nein. Nein, das klang zu zögerlich. Sie glauben, unsere saubere Energie sei zu schön, um wahr zu sein. Du überzeugst sie vom Gegenteil. Ich verspreche Ihnen, Nuform ist ungefährlich. Nein, du kapierst es einfach nicht. Was du sagst, ist egal, wenn man die Überzeugung nicht in deiner Stimme hört. Nuform ist ungefährlich. Okay, hör zu. Nimm die Aufnahme hier mit und üb zu Hause vor dem Spiegel. Du musst üben, 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 üben und morgen über... Genki, bereit die Tür aufzumachen, wenn sie Strom hat? Ich warte. Hat es gereicht? Ja, die Tür ist jetzt auf. Alles hier hängt an einem Nuform-Reaktor. Muss ich nur abzapfen. Du solltest ihn im Erdgeschoss direkt vor dir finden. Hörst du den letzten Quartalsbericht? Ich lese das Zeug nicht. Was willst du damit? Ich will Beweise, falls das Nuform... Du weißt schon, ich krank mal an. Ich hab über Tschernobyl gelesen. Three Mile Island. Kein großer Unterschied. Das würde ich an deiner Stelle nicht im Dienst sagen. Moment, ich hab was gehört. Das war's. Verstanden. Wacht. Erst schießen, dann Fragen stellen.
Ich wusste, ich schaffe es. Erst schießen, dann Fragen stellen. Das Problem ist euer fieser Nuform-Reaktor. Und die Lösung? Dass ich ihn lahmlege. Ohnmächtig sehen Sie so friedlich. Hey, ich habe hier schwer zensierte, aber noch lesbare Akten. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein. Etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie mein Wenne. Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Siesta Zeit. Den Kerl endlich auf! Sieg für Spider-Man. RX-89, Statusbericht. Seht nach RX-89, er antwortet nicht. Ich wusste, ich schaffe das. Ihr
Wachen sind erledigt. Und jetzt der Reaktor. Sollte ich mich mal umsehen. Liebe Roxxon-Mitarbeiter, als Dankeschön für eure harte Arbeit haben wir ein kleines Geschenkpaket für euch vorbereitet. Freut euch auf tolle Roxxon-Goodies. Wartet nur, bis ihr die Sonnenbrillen seht. Tickets für unsere Weihnachtsgala. Und das wird euch umhauen. Eine Gratis-Anmeldung zu unserem Coaching-Programm. Boom! Vielleicht sehen wir uns ja bald im Kurs. Denkt dran. Klar, wir sind für euch da, falls ihr das Nuform überlebt. Der Typ geht gar nicht. Nee, na gut, ja. Sekunde. Ja, Freunde, ja, ich muss mich eigentlich nochmal entschuldigen, aber ich kann es nicht ändern, ihr hört ja. Hättest du dir vor einem Jahr träumen lassen, dass wir mal einen bösen Energiekonzern zu Fall bringen? Ganz ehrlich? Nein. Früher haben wir in Chemie Batterien hergestellt. Jetzt bist du selbst eine Batterie. Abgefahren, Mann. Kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Ihr hört ja, der Ton ist an, aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil mir das so komisch vorkam. Und ja, die ersten, weiß ich nicht, 10 Minuten? Sekunde, ich guck mal eben. Ja, ersten 10 Minuten waren ohne Ton. Hey, oh. Spider-Man. Werben sie nicht mehr an und die Straßen sind dort auch viel sicherer. Das ist super, Danica. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Hey, das war Teamarbeit. Ich bin übrigens ein paar Akten durchgegangen. Es sieht so aus, als hätte Tinkerer in Hell's Kitchen an einem großen Geheimprojekt gearbeitet. Hat's mit Nuform zu tun? Nein, sieht aus wie programmierbare Materie. Ich hatte schon damit zu tun. Vielleicht sollte ich sie ihr abnehmen. Oh, hey, ich habe hier einen Code. 2658. Solltest du den ausprobieren, wenn du irgendwas Verschlossenes findest. 2658, okay. Okay, 2658. Naja, gucken wir mal. Ja, keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Wahrscheinlich, weil meine Blazy so hornalt ist. Ja, was heißt hornalt, ne? Die ist jetzt, na gut. Ne? Einmal habe ich schon den Lüfter austauschen lassen. Alt, das ist hier. Und wo ist das hier? Da. Na gut. Der Mantau, würde ich sagen. Was geht? Guten Tag! Du, wir spielen überhaupt nicht. Und wenn? Aua! Ah, ah. Im Leben nicht, mein Freund. Ja, ja, aber kleiner, aber ich hab einen Schlamm als du, da kannst du da mal. So, mein Freund. Oh, ich sehe nichts. Oh, oh. Ey. So. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, das war Dave. Mhm. Und jetzt kommt Bill. Jawohl, der Schwachsieg, ne? Zack, die Bohne. Na komm schon. Warte mal, wo ist denn überhaupt da? Dort, naja. Ach ja, ich bin richtig. Ey, 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 ey. Wo? Stufe 19. Ein Fertigkeitspunkt haben wir. Bin ich mal gespannt, was da jetzt los ist.
kann ich da nicht einfach so rein. Da muss ich ja bestimmt den halben Underground wegpfeffern. Hier. Absolutely. Sag ich doch, ich muss den halben Underground wegpfeffern. Hey, hey, hey. So, wo sind die? What the hell? Halt, 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 halt. Hier? Mhm. Wow. Wow. Moment. Was haben wir denn hier? So? 2658. Ja. What the hell ist das? Programmierbare Materie. Ich könnte alles daraus machen. Ja, dann, was? Drücke um. Oh, das ist der Hammer. Oh. Alter, ist der mega. Ich habe ja schon gesagt, den Anzug. Wow. Für den Tipp da. Wow. Geheime Materie. Hey, gute Nachrichten. Ohne die Labore hat die Reaktorproduktionskurve von Roxxon einen herben Dämpfer erlitten. Das ist wirklich gut. Sie sind sicher noch nicht am Ende, aber wir haben viele Leute gerettet. Ich schmeiß eine Runde Hot Dogs, wenn wir uns wiedersehen. Sehr gern. Danke, Mann. Was dieser Anzug denn drauf hat? Vielleicht hat er auch gar nichts drauf. Zeig. Nee, programmierbare Materieanzug. Ist das hier? Warte mal, erhalte. Nee. Das ist es nicht, das auch nicht, vielleicht hier. Was ist das denn? Reduziert die Dauer der Roxxon Venom Unterdrückung? Nee, auch nicht. Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste, dass er aber, wow, der ist mal richtig geil. Ja. So. Dann testen wir den gleich mal. Und das auch noch an den Feiertagen. Hey, 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 hey. Ja, ja, mein Freund. Ne, weiß ich, aber das ist mir auch egal. Ich schlag dir den. Bams. Machst gar nichts. Oh, bin schon verplatzt. So war das aber nicht geplant. Das ist richtig. Aber von mir war das genau so geplant. Ja, und tschüss. Mann. Spider-Man rettet Weihnachten. Ja. Danke vielmals. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ist nicht schlimm. Ja, absolut. So, Sekunde. Wir haben aber noch ein paar Sachen. Genau das. Ganz genau das. Wo bin ich überhaupt? Wie weit weg? Komm her. Machen wir mal kurz eine U-Bahnfahrt. Und dann gucken wir mal weiter nach den Samplern. Die müssen wir ja aufpassen. Also der Anzug sieht mal richtig steil aus. Wow. Ja. Sieht so fast aus wie der Anzug von Iron Man. Ja. Ja, Moment. Ich hatte doch. Da, sag ich doch. Oh. Alter, das ist wesentlich schneller geworden mit dem Schwingen, ja. Vorher konnte ich so ganz bequem um die Ecken rum, aber jetzt, wow. Zack, danke. Was haben wir denn hier? Aha. Im Viertel wimmelt es an Tönen und Geräuschen. Du suchst etwas Helles, Unverwechselbares. Hell was? Okay. Hier.
oder Eis, aber eigentlich ein Glockenspiel. Ja. Warte mal. Zu weit weg. Zu weit weg. Nee, ich bin schon zu weit weg. Oh. Warte mal. Hier. Das sieht doch gut aus. Das rappelt hier sich ein. Ja, ein Windspiel. Das hört sich gut an. Sehr gut. In diesem Platz bekam ich meinen ersten Job. Ich kam direkt von der Schule, hatte weder Ausrüstung noch Maske. Ich sollte den Boss von jemandem überfallen, ihn aufmischen und ausrauben. Mein Dad hat's rausgekriegt. Unter dem Windspiel hat er mich eine Stunde lang angebrüllt. Und der Verratner das kann. Ich musste ihm versprechen, nie mehr zu stehlen. Ich wünschte, ich hätte Wort gehalten. Das hätte er nicht verdient. Ja, das wünschte ich auch. Vielleicht. Ja, oh. Habt ihr euch da nicht zerstritten? Ich kann mir nicht vorstellen, mit meiner Familie zu brechen. Ja, du weißt nicht aus welchen Gründen. Da hast du keine Ahnung. 8 Stück. Hier ja, habe ich aber keinen mehr. Wo fehlen mir die denn? Ach, da. Ja. Klar, logisch. So, und dann wollen wir auch dahin. Dann will ich das auch geklärt haben. Aber absolut. Noch verschiedene Meinungen meiner anspruchsvollen Hörer zu Roxons Sicherheitsleuten. Einerseits, und das leuchtet ein, gibt es hier einige der Bedenken, die ich auch zu Spider-Man habe. Das sind keine Gesetzeshüter und sie halten sich nicht an deren Standards. Andererseits hat Roxxon jedes Recht, sein Eigentum und seine Interessen zu verteidigen. Und viele der Gefechte, die die Leute verunsichern, gab es nur, weil Spider-Man in Roxxons Geschäftsstellen eingebrochen ist. Gut, diese Vorfälle sind wohl Geschichte, aber ich frage Sie, wenn ein Fremder in hautengen Klamotten nachts in Ihr Schlafzimmer platzt, was würden Sie tun? Nein, halt! Die Frage war rhetorisch. Jared, schalte damit ab! Sie sind doch alle krank! Tja, wenn eine Fremde nackt bei mir nachts. Ja, da wüsste ich was zu tun. Aber so weit von. Da kannst du einfach lassen. Entweder rausschmeißen oder einen Kaffee trinken. Ganz von beiden, ja. Was soll's, ne? Sodele. Was haben wir denn hier? Schwuppdiwupp. Moment, wo ist das? Nee, das ist zu weit weg. Jetzt machen wir erstmal hier. Ja. So. Viel Spaß hiermit. Hier traf ich mich immer mit einem Stammkunden. Während ich wartete, hörte ich diesem Geräusch zu, das einen strikten Zeitplan einhielt. Ein planmäßiges Geräusch. Planmäßiges. Eindeutig eine Schiffs... Dingenskirchen, aber wo? Hier sind ja 1000 Schiffe. Alt? Ja, das ging jetzt zügig. Yeah! Natürlich! Natürlich. Der Kunde, den ich hier traf, kam mit der Fähre aus Jersey. Ich verdiente gutes Geld, bis er irgendwann aufflog. So erfuhr dein Dad letztlich auch vom Prowler. Nicht, dass ich es war, sondern dass ein Dieb in New York sein Unwesen trieb. Dein Dad meldete sich freiwillig für den Fall. Er kam mir langsam auf die Schliche. Ich musste mich entscheiden, was schlimmer wäre. Es ihm zu sagen oder mich schnappen zu lassen. Ich an seiner Stelle wüsste nicht, was ich tun soll. Ja, wollte ich gerade sagen. Du kannst nicht wissen, was du... So, Moment. Eine Nebenmission. Wo ist die Nebenmission? Wo sind die? Ah, da. Komm. Ja, jetzt machen wir das doch natürlich zügig fertig. Ist ja wohl Lego, oder nicht? Das will ich jetzt fertig haben. Ja, ja, scheiße. Oh, wieder jemand. Hey, Kleiner. Jetzt hast du fast alles für den Chef zusammen. Du hast gerade den Ort freigeschaltet, an dem du das letzte Puzzleteil findest. Viel Spaß. Ein Ort in Harlem. Bin gespannt, was es ist. Aha. So. Was denn da? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Aber absolut.
Aber in Kranel stand da noch 8 von 10 und dann habe ich das gelöst und dann, hallo? Alt. Verlassene U-Bahn-Tunnel. Ein guter Dieb braucht ein gutes Versteck. Ja. Und auf einmal stand da 10 von 10. Also irgendwas funktioniert. Ich sag ja, irgendwas funktioniert nicht richtig. Erst mit dem Ton, jetzt. Wow. Da kann man neidisch werden auf sein Kellerlabor. Okay. Wow, hier blitzt und blinkt es. Was ist das denn? Dragon. Den hat Mom ihm auf dem Flohmarkt gekauft. Sie machten immer Witze über... Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber überleg doch mal. Vermisst die Familie ohne Ende. Alter, was hier ist? Sind das alte Kassettendecks? Ja. So. Onkel Aaron hat überall Informanten. Er muss sein Netzwerk jahrelang aufgebaut haben. Oh, schöner Flat. Ja. Das ist mein vorletzter Fernseher gewesen, ja. Besser gesagt, ist er noch. Ja. Ist auch eines der letzten 3D-Modelle noch. Ja, das habe ich mir damals geleistet. Immer am Aufrüsten. Das Talent zum Anzugflicken habe ich von Onkel Aaron geerbt. Ja, siehst du, also ist das doch was Gutes. Alter. Ein Sample. Oh. Alte Sequencer, Sampler. Ja, das muss ihr Equipment gewesen sein. Ja. Als ich. Tja, jetzt weißt du warum. Früher ist er oft zum Abendessen bei uns vorbeigekommen. Hat wohl nie kochen gelernt. Tja, halt. Vielleicht sollte ich's mal probieren. Ja, los, hau drauf. Nein, ich mach's noch kaputt. Alter, du hast nur Angst dagegen zu kloppen, dass sich das Ding nicht bewegt. So, schauen wir mal. Was steht da? Nee, deine... Was? Für dich gemacht? Sollte dir helfen, nütze die Geräusche der Stadt. Nutze die Geräusche. Nicht schlecht. Jeden Tag was Neues. Okay. Wow. Hey, Kleiner. What the hell jetzt? Hoffentlich passt der Anzug. Wow. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Zu gefährlich für dich und Rio. Also sagte ich's ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht. Und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in deiner Nähe, damit du nicht hörst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Onkel Aaron. Wow. Ja, stimmt. Also, er weiß noch, was... Ja, er vermisst die Familie dann natürlich. So, jetzt lass uns mal gucken. 2 habe ich hier noch. Hier sind 100. Da sind 100. Ich gehe nochmal durch mit euch. 100. 100. 100. 100. 100. Ja, hier fehlen uns nur noch die beiden Nebenmissionen. Dann haben wir das auch alles fertig gestrickt. Und... ja, als nächstes ist hier, ne, wir sind Dame, König, Spinne, Spion. Also, Freunde, bis zur nächsten Folge.